Willkommen zurück zu Pokémon Smaragd. Ich bin sauer. Ich bin angefressen. Ich. Aber erstmal heilen. Ja, wenn ihr den vorigen Part gesehen habt, Part 5 glaube ich. Ja. Und wenn ihr dann den nächsten Part seht. Tja, das ganz kurz zu erklären. Es geht dann. Ach nee, ich geh. Wir machen doch gleich. Was kommt? Ich hab's im letzten Part vielleicht angedeutet, vielleicht auch nicht. Der Arena-Kampf steht natürlich bevor. Der erste. Ja, wir haben im letzten Part mit allen gequetscht. Da oben ein bisschen trainiert. Mal schauen, ob immer noch alles so ist. Ja. Hä? Werdet ihr jetzt vielleicht denken, Stoppi und Wingull? Was ist das? Ich hatte doch viel mehr. Ja. Folgendes ist passiert. Nein, ihr könnt natürlich nichts dafür. Ich eigentlich, ja, ich schon ein bisschen, aber Hauptschuld ist mein Computer. Ja. Tränke habe ich noch alles. Also, in diesem Part widmen wir uns ganz dem Arena-Kampf. Ja. Dem ersten Arena-Kampf. Glaub hier. Also ab hier glaube ich, oben im Gras, ist der letzte Part geendet und jetzt kommen wir zu dem Fatzkes hier. Hey, wie geht's? Hör zu, mein Freund. Würdest du gerne Champ werden? Ich bin kein Trainer. Ich nicht. Aber ich kann dir trotzdem einen letztlichen Rat geben. Also, abgemacht. Wir werden zusammen nach dem Pokémon-Meisterschaft schreiben. Als Trainer musst du die Orden der Arena sammeln. Hab ich recht? Aber die Arena-Leute sind nicht gerade einfach zu besiegen. Und hier komme ich ins Spiel. Ich werde dir einen Expertentipp geben. Felicia, die Arena-Leiterin, setzt Gestein-Pokémon ein. Ein Gestein-Pokémon ist sehr zäh, hat aber gegen Wasser- und Pflanzenattacken keine Chance. Komm mit dir vorbei, wenn du die Arena-Leiterin besiegt hast. Nun zeig, was du drauf hast. Ja. Okay, ich hoffe, ich werde nicht allzu sehr mich blamieren. Ich weiß nicht mehr genau, welche Level die haben, aber ich denke, mit einem Wingull und Hydropy sind wir gut bei der Sache. Tja, das habt ihr nicht gesehen. Jetzt dieser Part fehlt. Ich habe den nachfolgenden Part, also die nachfolgenden zwei Parts habe ich, aber dieser Part fehlt. Warum? Erkläre ich euch gleich. Gaston mit einer Pokémon. Ein Kleinstein. Ja, das Level geht ja. Also, da bin ich ja selbst mit Level 8 Wingull noch gut bei ihrer Sache. Kakanari. Gut. Nee, ich hab am Wochenende, Freitag, Samstag, habe ich sicher etwa 4-5 Parts am Stück aufgenommen. Und ja. Ich lade die dann immer allesamt in den Media Play, also in den Movie Maker, dass das etwa 3 Stunden hat, um die zu verarbeiten, bevor ich dann schneiden kann. Und ich wähle natürlich die Ordner separat an. Oder, ja. Wenn du mich nicht besiegen kannst, hast du keine Chance gegen Felicia. Wir sind hier mitten in einer Stadt. Na und? Meine Gesteine, Pokémon müssen sich austoben. Einfach austoben, ja. Und wenn ich in, vom Ordner her im Explore in den Ordner, also auf die Dateien zugreife, die sind ja immer sortiert, ja. Und normalerweise immer nach Namen. Ich habe es aber sortiert, dass es nach Änderungsdatum geht. Also das letzte oben. So. Das hier sollte eigentlich kein Problem werden. Tja. Und wenn ich vom Movie Maker hergehe, hier die Datei öffne, ist sie wieder nach Name. Und da kommt das große Facepalm. Ich habe gedacht, ja, die ersten 4 Dateien habe ich ja zusammengeschnitten. Habe sie gelöscht.
Und weil es große Dateien sind, das Rohmaterial, hieß es, zu groß für den Papierkorb, wird endgültig gelöscht. Habe ich getan. Und als ich weitermachen wollte mit Schneiden, dachte ich mir, wo ist der Kampf? Ich wusste nämlich genau, nach dem Schwabini-Part kommt der Arena-Kampf. Und ich wusste das 100%. Ich habe mir schon gedacht, so, jetzt kommt der Part dran. Nur, wo ist er? YouTube? Nee. In den Dateien fertig geschnittenen? Nee. Im Rohmaterial? Nee. Ich habe diesen Ehrenpart, das Rohmaterial, gelöscht. Ja. Und übrigens, dasselbe ist mir passiert mit, ich habe den ganzen Samstagnachmittag 4 Parts Darksiders 2 aufgenommen, habe mich gebrüstet, wie ich jetzt viel gespielt habe. Alles weg. Alles weg. Alles Freitag spätabends und Samstagnachmittag, alles weg. Das Darksiders Spiel konnte ich zum Glück wieder bis dahin spielen. Den alten Speicherstand habe ich sein lassen und heute kam Pokémon dran, habe ich in einer Stunde so weit gespielt, dass es wieder so weit war. Beziehungsweise, ja, habe nur ein Wingull gefangen und Hydropie genommen und trainiert. So, sie laden wir wieder auf. Und jetzt sind wir wieder, also den nachfolgenden Part, da war es ja noch in Ordnung, also das... Da werdet ihr mir nichts anmerken, denn da weiß ich es noch nicht. Aber dieser Part, ja. Gut, ich meine, es macht mir Spaß. Also ich meine, ich reg mich ja nicht deswegen auf, sondern einfach, weil mein Computer, wenn man einen Ordner von der anderen Seite her öffnet, ist das immer nach Name. Und ich habe es immer nach Datum, also nach Änderungsdatum, dass das letzte Datei oben zuerst ist. Ja. Tja, so war's. So ist es. Und gestern habe ich Darksiders mit so weit gespielt. Das merkte ich dann im Part. Im aktuellen Part dann auch. Und jetzt eben in dem hier. Wobei, bei Darksiders habe ich die nachfolgenden Parts nicht. Habe ich nur die vier, also nur die vier Parts eben. Die ich eigentlich den ganzen Samstagnachmittag 4 Stunden gespielt habe. Gut, wobei der Vorteil ist, dass ich da jetzt die Rätsel kenne. Okay, wir haben Wingull. Und übrigens, ich habe in diesem Part, den ich schon aufgenommen habe, ich glaube, 1-2 Pokémon gefangen. Aber die werde ich dann, sobald es dann wieder neue gibt, werde ich die dann euch nochmal zeigen. Also so fair bin ich. Gut, Wingull und Hydropie. Die Levels, glaube ich, Felicia hatte, glaube ich, ein Pokémon, Level 14, also nicht viele, aber ich glaube, ja. Beuteltrank 16, ihr habt das ganze Geld, das ich hier habe, für Tränke rausgeschmissen. Ich habe noch nicht gespeichert und ich hoffe, ich denke daran, nach dem Kampf nicht zu speichern. Es fehlt wirklich nur der Arena-Kampf-Part. Okay. Felicia, hi! Du weißt es nicht, aber ich habe dich schon mal getroffen. Hallo, ich bin Felicia, die Leiterin der Arena von Metaross City. Ich wurde Arena-Leiterin, um mein Wissen, das ich in der Pokémon-Trainerschule erworben habe, umzusetzen. Würdest du mir bitte zeigen, wie du kämpfst, mit welchem Pokémon? Mann, du lern erstmal Deutsch. Ist doch wahr. Okay, Felicia! Mit 3 Pokémon, aber die sind nicht so hart. Mit Wingull und Hydropie sollte das zu meistern sein. Und übrigens, ich habe genug Tränke. Und auch wenn ich gebasht werde, egal. Na gut. Schwupp. Leichtes Spiel, Herr Matrose. Gut. Das sollte nicht allzu schwer sein. Ja, ich heiße jetzt Anselm. Ja, ich habe einfach immer B, 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 B gedrückt. Wie heißt du B? Wie heißt deine... Rivalin B, wie heißt ein Pokémon? B, 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 B. Ich habe alles übersprungen, alles abgekürzt. Mit keinem gemerkt geschnorrt. Das ist ja alles im letzten richtigen Part da. Und die nächsten Parts werden auch wieder mit meinem normalen Spielstand. Ich habe jetzt nicht gespeichert, nee. Aber es frisst mich echt an. Sowas nervt. Ich hätte, als ich die Dateien
als ich herausgefunden habe, was mit meinen Dateien passiert, ich hätte den Computer am liebsten aus dem Fenster geworfen, weil der einfach nie sich ändert. So. Nassgeld! Ja, das Pokémon, das sich in XY zu dem Elektro oder Stahl irgendwas entwickelt, ja, das Osterinsel-Pokémon so quasi. Entwickelt sich ja in XY nur, wenn man in der Nähe des in das Elektromagnetkraftwerk dort Dingens, glaubt durch Kampf, Level Up kriegt, also ja, Level Up und dann entwickelt es sich. In der anderen Version hier müsste ich erst nachschauen. Hey! Ja, weil ich natürlich Vogelfluch bin, natürlich hatte ich keine Chance. Ah, mein Hydro ist doch noch Level 12, also sollte das eigentlich möglich sein. Ah, Quack, Nari! Ah, du bist so eine blöde Pet-Funzel. Ist die ganze Zeit trank. Hoffentlich schlägt die Aquaknarre ein. Ja, toll! Hä? Aquaknarre ist nicht effektiv. Du bist doch Gestein. Hä? Okay. Was das denn? Will ich fliehen? Du. Sieht verklatscht, ich will ja gar nicht fliehen. Du bist so eine blöde Perpenny! Jetzt sieh es mal. Ich hasse es, wenn sie immer Trank einsetze. Ich hasse so einen Quatsch. Gut. Ja, Tackle. Das sollte noch reichen. Komm. Please. Yeah! Okay. Gut. Aber was hatte ich denn da in meinem Originalpart für? Hä? Da gab's ja Tuhikel. Keine Ahnung. Okay. Felicia ist besiegt und ich bin wieder glücklich. So verloren. Ich habe verloren. Es scheint, ich muss noch eine ganze Menge lernen. Ich verstehe schon. Die Regeln der Pokémon-Liga schreiben vor, dass Trainer, die einen Arena-Leiter besiegt haben, diese in das erhalten. Ja, das Steiner, ja, hoffentlich auch. Mann, so Anselm. Steiner! Genial. Ich meine, genial. Der Steinorden erhöht die Kraft der Attacken deiner Pokémon. Außerdem sind sie nun in der Lage, die Zerschneider auch außerhalb eines Kampfes einzusetzen. Dies möchte ich dir auch noch geben. Okay, was ist das, Schätzelein? Felsgab, okay, ach so. Sie richtet nicht nur durch das Fallen von Steinen Schaden an, sondern reduziert auch die Initiative. Sobald du eine TM aktivierst, wird die Attacke einem Pokémon beigebracht. Aber vergiss nicht, dass eine TM nur einmal beigebracht werden kann. Ihr Einsatz will also überlegt sein. Gut. Ja. Tja, Leute, das Partchen ist ein bisschen aufgerundet. Wie gehe ich noch? Genau, was hast du noch? Hui, was für ein atemberaubender Sieg. Meine Zurufe müssen Gewicht haben. Großartig. Schau mal auf deinen Trainerpass. Der Steinorden, den du gerade bekommen hast, müsste doch schon vermerkt sein. Nun, hast du den ersten Schritt zur Meisterschaft schon erfolgreich hinter dir. Ein großartiges Gefühl. Ja, als ob du das was gemacht hättest. Oh, ach ja, das kommt ja auch noch. Hey, geh weg aus dem Weg. Hä? Warte doch, bitte! Du kannst doch nicht einfach meine Ohren stehlen! Doch, kann er. Ja. Das, glaube ich, erfahren wir noch im nächsten Part, oder nicht? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ach komm, ich weiß es wirklich nicht mehr genau auswendig, also mache ich das noch ganz kurz. Dem sein Leid anhören. Ah, komm schon. Na? Oh, du bist das. Du bist dieser großartige Trainer, der mir im Blütenburgwald geholfen hat. Hilf mir, Team Aqua hat mich ausgeraubt. Ich muss die Dämonwaren zurückbekommen. Wenn ich sie nicht bekomme, dann habe ich ein riesiges Problem. Ja und?
Ja, also ich glaube, dieser zwielichtige Typ ist in Richtung Dschungel gelaufen. Ja. Und was im Tunnel passiert, das weiß ich jetzt schon. Und ja, ich sage im Tunnel noch was Blödes. Wegen Vater, Mutter. Ich habe natürlich beides noch. Vater, Mutter. Zwar keine Großeltern mehr, die... Ach komm, das erzähle ich jetzt ganz noch kurz, eine zweiminütige Palade. Mütterlicherseits habe ich nie kennengelernt und väterlicherseits bin ich mit ihnen aufgewachsen. Die wurden auch schon alt und sind, ja, friedlich entschlafen. Gut, das gehört nicht in ein Unterhaltungsvideo, aber Mama und Papa habe ich noch, lebe ich noch. Also, ja, ihr wisst, alles normal, alles beim Alten. Nächsten Park geht's in den Tunnel, die Waren wieder besorgen. Dann gibt's auch neues Item, zwei neue Items, neue Pokémon. Das alles erfahrt ihr in den nächsten Parts. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch und wir sehen uns ja im nächsten Part. Bis denne und tschüss.